Feldschlössli-Restaurant präsentiert der Tele-Basel-Report. Wenn die Baselbieter Kantonalbank zur Jahresversammlung ruft, dann kommen die Leute in Heerscharen. Die GV von der BLKB ist die grösste von der Schweiz und stellt Weltkonzerne wie Novartis oder UBS in Schatten. 7'000 Teilnehmer zwängen sich an zwei Öben in die Joggeli-Halle. Dieser Mega-Event fordert Organisatoren und Küchenmannschaft bis aufs Letzte. Ein bisschen schneller, wenn es gut. Die BLKB feiert 150 Jahre Jubiläum, ohne Skandal, wie bei den Kollegen in der Stadt. 1,8 Millionen Franken beträgt das Budget für die zwei Festtage. Die Baselbieter sind stolz auf ihre Bank, stolz auf ihren Kanton. Wir sind gesund, wir stehen aufrichtig da und vor allem selbstständig. Der Gedanke, dass eine Bank auch an einer Region dient und an einer Region verpflichtet ist, das spürt man hier. Das ist meine Bank, das ist die Bank von Baselbiet, die Bank vom Parlament, die Bank von Bürger. Und damit ist das für mich ein wichtiger Anlass. Und Sie sehen Sie am Schluss, wenn wir das Baselbietlied singen, das machen wir glaube ich seit 6-7 Jahren, das ist für mich jedes Mal ein tiefer Eindruck, alle stehen auf und singen das Baselbietlied mit Freude und mit Begeisterung. Diepflige im Oberbaselbiet. Das Datum der BLKB-GV ist bei Breitensteins in der Agenda dick angestrichen. Ein Ehrentag, an dem sie die Sonntagskleider aus dem Kasten holen. Der 87-jährige Senior Willi Breitenstein ist ehemaliger Landratspräsident und hat mit seiner Frau noch kaum eine Bankversammlung verpasst. Sein Sohn Kurt ist Unternehmer und hat letztes Jahr mit Fremdkapital von der BLKB den Neubau von seiner Firma finanziert. Vorfreude bei den Landschaftlern auf den traditionellen Anlass. Das tut natürlich im Herzen gut, weil man das Gefühl hat, man habe ein Baselbiet, das man gerne hat und in der Gemeinsamkeit dafür einstehen kann. Also das ist schon so. Ja. Die Kantonalbank ist ja als Bank mit Staatsgarantie, Bank des Kantons Basel-Landschaft, das kann man so sagen. Also kommen wir mit Stolz an? Ja, sicher. Ist auch mit allein schon ein Grund zur Selbstständigkeit von Baselbiet zu stehen. Wo die Breitensteins mit dem Audi Richtung Joggeli-Halle aufgebrochen sind, haben sie vor Ort ihre Alphörner eingestimmt. Die Mitglieder von der Alphorn-Formation Donek Dierstein und Laubersdorf. Die Alphörner sind noch am Proben gesehen. Da haben sich vor der Halle bereits die ersten Zertifikatsinhaber beim Eingang in Stellung gebracht. Am 4. Nachmittag, eine ganze Stunde vor Türöffnung. Ja, es könnte das Zeiten so aussehen, dass wir die Ersten sind. Ja. Wieso kommen Sie so früh? Das ist wie ein Konzert. Ja, das hat sich jetzt gerade ergeben, so, weil man noch an einem anderen Ort war. Oder? Haben Sie die besten Plätze? Nein, nicht unbedingt. Oder unseren Stammplatz, kann man sagen. Ja. Wo ist Ihr Stammplatz? Die Tribüne oben rechts. Im Minutentakt ist der Besucherandrang angestiegen. Der Kampf um die besten Sitzgelegenheiten hat bei der GV von der BLKB Tradition. Im Jahr vom grossen Jubiläum ist das nicht anders gewesen. Das Baselbieter Bankvolk hat Strapazen vom langen Warten beharrlich auf sich genommen. Jetzt müssen Sie ja noch dreiviertel Stunde warten. Fast eine Stunde, ja. Das sind eben die alten Leute, die sind immer früher.
Die haben immer Angst, sie haben keinen Sitzplatz mehr nachher. Aber ist es wichtig, dass man früher kommt, dass man noch einen Platz hat? Ja, da schon. Ja. Und dann, wenn man einen bestimmten Platz will, schon. Warum sind Sie jetzt schon da? Damit ich möglichst weit oben sitzen kann. Ist das Ihr Lieblingsplatz? Ja. Weil man nachher zum Essen muss man von unten raufgehen und so bin ich dann schon ziemlich weit oben. Für Rolf Seibert, Chef Aufbau, ist der Anblick von der wartenden Masse jedes Jahr eindrücklich. Die Gäste ins Haus zu lassen, ohne überrannt zu werden, will gelernt sein. Ganz genau. Einfach zur seitlichen wegziehen und ihn ins andere so zurück. Und dann hoffe ich, habe ich immer das Gitter vor mir, zwischen mir und den Leuten. Gitter. Da willst du rein, weißt du, mit Kammer. Ja. Die Leute rennen natürlich dann rein. Wir gehen auf den Weg, wir schauen, dass wir möglichst schnell aus dem Schussfeld sind. Und dann lassen wir die Leute mal rein und die kennen ihre Wege ja von. Die sind ja alle zusammen mehr als 20 Jahre schon da, oder? Und denen kann man nichts mehr vormachen. Der Ansturm bei der Türöffnung ist bei den Sicherheitsleuten berüchtigt. Sprüchklopfen, Sekunden vor dem Start. Also, wenn wir uns noch alle fast Tschüss sagen, so vom nächsten Mal. Ja, ich kann das sagen, es war eine gute Zeit. Ja. Und das ist die Premiere, viel Glück, du, gell? Drücken. Ja, ist gut. Also, gehen wir raus. Grüezi miteinander. Achtung, ganz langsam, Vorsicht, keine Unfall, Vorsicht. Achtung. Excuse, Vorsicht, du musst weg, die Hose. Es gilt, der Schneller ist der Geschwinder. Teddy Lehmann aus Sissach auf der Überholspur. Haben Sie Ihren Platz gefunden, Ihren Lieblingsplatz? Ja, genau. Sie sind ja richtig reingerannt. Ist wahr? Ich bin eigentlich durchgerannt. Muss man rennen zum. Ich muss eben noch reservieren, habe ich müssen, oder? Die kommen erst später. Für ihn ist es einer der wichtigsten Arbeitstage im Jahr. Der Direktor Beat Oberlin präsentiert der Versammlung das erneut positive Jahresergebnis. Und werden Sie also auch weiterhin als Ihre solide, seriöse und vor allem auch innovative Bank begleiten? Schon am Morgen vor dem Grossanlass hat der 58-Jährige die Halle inspiziert. Für den Beat Oberlin war es ein kleines Jubiläum. Bereits zum 10. Mal hat er als Bankchef die GV verantwortet. Kompliment vom Routinier an die Bankratspräsidentin Elisabeth Schirmo. Das sieht irrsinnig aus für diesen Platz. Super. Ja. Also, echt super. Das spielt keine Rolle. Weißt du, das hat mich so irgendwie kontrolliert? Du glänzt alles da oben. Das sieht super aus. Super. Hey, ja, ist nicht zu viel. Nein, super, das Flunkeln, es blitzt etwas, es ist echt gut. Nein, es ist echt, es ist ganz super. Ja, guten Tag, Herr Liebe Gäste, auch ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer Geburtstagsversammlung begrüßen. Wie lange tun Sie jeweils die wichtigste Rede vom Jahr vorbereiten? Ich mache das nicht allein, ich gestehe das. Der Christoph Löb, mein Kommunikationschef, tut das eigentlich weitestgehend vorbereiten. Wir tun den Inhalt schon lange vorher besprechen natürlich. Und dann wird das mehrmals geübt, dass man nicht allzu viele Fehler macht. Was haben Sie gelernt? Was kommt gut ab, bis man redet und was weniger? Es muss persönlich sein, es muss von innen rauskommen, es muss ehrlich sein. Man muss auch Negatives ansprechen in einer guten Art und Weise. Selbstkritisch auch daherkommen. Das zusammen gibt eine gute Mixtur. So, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da sind. Guten Abend miteinander. Damit alles wie am Schnürli läuft, ist sie verantwortlich. Gabriela Herno, Leiterin Events und Sponsoring bei der BLKB. Am Sonntag zu oben in der grossen OK-Sitzung, Dompteurin vom Männerstab. Das Hauptproblem im Jubiläumsjahr?
was machen, wenn zu viele Leute kommen. Plan B. Das ist das. Und dann könnten wir noch hier. In 1, 2, 3, 4, 5. 6. Was ist für Wetter, Mann? Schön, schön, wunderschön. Strahlend. Aber das heisst nicht, das kann beides heissen. Die Leute werden kommen. Das ist eben noch das Einzige, wo wir jetzt vielleicht noch ein bisschen überbüchen müssen. Was machen wir, wenn zu viele kommen? Aber auch für das werden wir eine Lösung haben. Wie viel werden Sie schlafen die Nacht und für was werden Sie träumen? Träumen? Ich würde gut schlafen, wahrscheinlich etwa so 9 Stunden vermutlich. Träumen vielleicht vom FCB, der heute keine Goal gemacht hat. Das ist eigentlich das, was mich am meisten Nerven gekostet hat heute. Ob die BLKB-Versammlung ein Erfolg wird, entscheidet sich schon Monate vor dem Grossanlass. Testessen beim Catering-Unternehmer Toni Brüderle zu Kaiseraugst im November 2013. Er soll sicherstellen, dass die Inhaberinnen und Inhaber beim wichtigsten Thema, nämlich dem Essen, voll auf ihre Kosten kommen. Und beim Hauptgang machen wir es nachher wieder gleich. Er bringt also den Rahm- und Kalbsbrot gemacht, oder? Plus die 4 Beilagen, ich sage, soll gleich alle machen. Mehrere Menüvorschläge hat die Küche auf den Teller gezaubert. Die Gabriela Herner und der Kommunikationschef Christoph Löb haben das Privileg gehabt, darüber zu streiten, was die 7000 GV-Besucher vorgesetzt bekommen. Nach angeregtem Disput hat sich die Eventexpertin gegen den PR-Profi durchgesetzt. Nehmen wir mal Schultern. Ja, wir nehmen Schultern. Schultern, gerade und Gemischgemüse. Und das Gemüse ist auch okay? Oder? Ja, sehr gut. Und Pilzrahmsoße. Wir haben einmal Polenta gemacht und Ratatouille. Hat eigentlich sehr gut geschmeckt. Ist bei den Damen besser angekommen als bei den Herren. Also eben so Erfahrungen machen wir eigentlich. Der Stocki und Gratin ist eigentlich das, was immer gut ankommt. Alle Produkte sollten aus dem Baselbiet kommen. So lautet die Vorgabe. Um auch beim Dessert Anforderungen zu erfüllen, wird getrickst. Also musst du probieren, wenn es gut ist, geben wir einen anderen Namen. Das spielt keine Rolle. Baselbiertercreme? Also. Dann geben wir ein bisschen Kirsch rein und dann ist es so. Okay. Also. Ja, ja. Also ein bisschen Kirsch rein und dann ist es ein Baselbier. Die Jahresversammlung von der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank. Das bedeutet vor allem eine Materialschlacht. In 2 Tagen haben die Männer und Frauen von der Baselbieter Firma Audiorent in der Jogglihalle eine 42 Tonnen schwere Anlage aufgestellt. Darunter 60 Lautsprecher, 175 Scheinwerfer und Kabel in der Gesamtlänge von 10 Kilometern. Draussen! Auch der Rolf Seibert hat mit seinem Team das Wochenende durchgeschafft. Tisch aufstellen am Sonntag am Morgen um 8 Uhr in der Halle 2. Auf was muss man achten? Dass die Latte, die wunderschöne Latte, genau Platz hat zwischen. Dass wir da hier 1,80 Meter haben. Dass wir seine Idee auf den Millimeter stimmen. Ja. Das ist die Erwartungshaltung. Also die Erwartungshaltung ist natürlich die, dass auch nach uns jemand reinkommt aufdecken. Und die schauen genau das eben auch. Und da wird man, wenn möglich, ihnen eine perfekte Arbeit vorgeben, dass sie nicht mehr nachrichten müssen. Das Auge ist ja auch wichtig, oder? Noch ein bisschen gut, perfekt. Das exakte Arrangieren der Tisch ist eine Wissenschaft für sich. Da können zwei Leute vom Fach schon einmal freundschaftlich aneinander geraten. Komm jetzt, die sind gut, da musst du also nicht mehr machen. Da haben wir jetzt gerichtet. Du musst nicht am Boden schauen, die 4 stimmen nicht. Wir müssen über die Tischplatte schauen. Du kannst dem Kameramann sagen, er soll die Kamera abstellen. Weil ich würde gerne etwas sagen, was ich dem Fernseher kommen soll. Jetzt haben wir mit denen gerichtet, jetzt hast du nicht so viel gesagt.
Ja, das ist mir schon klar. Du musst mich bitte nicht zusammenschiessen vor der Kamera. Hä? Dankeschön! Ich schneide nicht alles raus. Vergiss es. Ja, ich weiss es. Aber weißt du, das wollte ich schon. Das wollte ich schon hinter den Tor. Einen habe ich gemessen, das stimmt. Nein, ich muss nur noch schauen, ob wir mit den Kühlschränken gehen. Die sind hier am falschen Ort. Bereits zum 17. Mal ist Rolf Seibert bei der BLKB für einen Aufbau zuständig. Der Mann mit der langjährigen Erfahrung vergisst kein Detail. Getränkeautomaten an richtigen Ort stellen oder Betonstege markieren, damit während dem Fest niemand in die Tiefe stürzt. Also im Moment ist schon so, dass jede freie Minute, eigentlich, wenn die Arbeit gemacht ist, wieder bleibst, wo haben wir noch irgendwas, oder? Haben Sie niemals schnell zu Fall gehabt, dass Sie gesagt haben, jetzt habe ich genug organisiert, das kann man anders machen? Also, eigentlich schnell zu voll nicht, muss ich ehrlich sein. Es macht mir wirklich Spass, was man ein bisschen ist, hat eine Frau und ein Kind, oder? Und das sind dann die, die so als Verständnis auch aufbringen müssen. Schönen, ciao. Ciao. Das Verständnis aufbringen, Gott sei Dank, für einen Mann, für einen Vater. Dass es dann lang da unten ist. Das ist eigentlich das, was wir am meisten noch ein bisschen schaffen. Beim Kontrollrundgang am Sonntag zu oben herrscht in den Gang und Räumen eine unheimliche Stille. Es ist Ruhe vor dem Sturm. Ja, wenn es so fertig da steht, ist man schon auch. Doch, ist man stolz drauf, ja, was man geleistet hat und wie es wirkt. Das ist schon etwas Schönes. Auch, ja. Sie hat die Bank als weiterer Garant für einen gelungenen Oben engagiert. Sarah Jane, der Baselbieter Stern in der Schlagerwelt. Der Schweizer Schlagerstar hat genau gewusst, wie die Menge zu gewinnen ist. Perfekt nach Dreibuch für die Organisatoren, ein flammendes Liebesbekenntnis für den Heimatkanton. Ich bin eine waschechte Baselbieterin, bin zu Rotenfluh aufgewachsen und ich gehöre einfach ins Baselbier. Punkt aus. Und es ist so und ich möchte. Wenn ich irgendwann im Zürich Oberland bin oder irgendwann anders und ich schwätze, dann heisst es, aha, die Baslerin, Sarah Jane, das höre ich zwar auch nicht mehr so gerne, also nicht so gerne, weil eben wir haben ja einen breiten Dialekt. Und diesbezüglich bin ich schon wirklich stolz, Baselbieterin zu sein. Nach 2 Stunden Reden und Shows haben die Besucher das Schlusswort von Beat Oberlin nicht mehr mögen abwarten. Am 8. Uhr oben der Sturm auf die Esssäle. Der Bankdirektor hat es nicht persönlich genommen. Wie leben Sie damit, dass für die Leute das Essen wichtiger ist als Ihre Rede? Das ist doch realistisch. Die Maslow'sche Pyramide fängt beim Essen an und nicht beim intellektuellen Nahrung. Also alles andere wäre unehrlich. Ich freue mich aufs Essen. Das jährliche Gedränge zum Essen. Wir haben vorne eben ein bisschen Verengung, Nadelöhr. Und die werden alle in die grosse Halle hinterher. Und durch 4 Eingänge und am Schluss ist einer, wird es halt ein bisschen schwierig. Aber auch das schaffen wir noch. 1632 Leute haben sich allein im Saal 2 verpflegt. Für die 120-köpfige Küchenmannschaft ein riesen Stress. Unterstützt worden sind sie von 280 Helfern, alles Mitglieder von Baselbieter Verein. Für das Bedienen der Gäste gibt es von der BLKB Geld in die Vereinskasse. Auf der anderen Tisch? Ja. Ist gut. Okay, das kommt auch gut. Auch der Schiedsrichterverband profitiert von dieser jahrelangen Tradition. Jeder Rappen ist mit viel Schweiß hart verdient worden. Also, jemand hat bei uns vorher eine funktionelle Unterwäsche gehabt, die hat sie jetzt glaube ich, abgezogen. Es ist im Vergleich, wo wir gekommen sind, zu jetzt extrem wärmer geworden. Vollen Einsatz auch beim Catering-Unternehmer Toni Brüderle. 500 Kälber hat er fürs Volksfest geschlachtet. Die Dimensionen sind gewaltig. Ja, ist gut, super.
Wir brauchen doch etwa 1500 Kilo Fleisch, gleich viel Herdöpfel und Gemüse. Und das in einer guten Qualität, dass wir noch etwas Gutes machen können. Dann brauchen wir zusätzlich Öfen, weil in der eigenen Küche reicht es nicht. Also wir müssen noch die Öfen zumieten, dass wir das hier da so präsentieren können. Ein Saal voller Leute, glücklich mit ihrer Kantonalbank, die ein Nachtessen spendiert und nicht wegen Lohnexzess oder Kursmanipulationen in den Schlagzeilen steht. Ich nehme an, es ist sehr gut. Ja, jetzt muss ich sagen, es ist gut, es wird vielleicht gesendet, oder? Es ist, der Gratin ist super, das Fleisch auch. Dankeschön vielmals. Ah, auf den Basel! Hallo! Auch die Breitensteins haben nach einem langen Oben gesättigt und zufrieden die Heimreise antreten. Patriotische Gefühle beim Abschied. Bei der ganzen Präsentation heute oben spricht eigentlich, dass man für selbstständig Baselbiet einsteht. Schon nur singen dort oben am Schluss ist eigentlich positiv für das selbstständige Baselbiet zu erhalten. Die nächste Jahresversammlung von der BLKB findet am 30. und 31. März 2015 statt. Die meisten Zertifikatsinhaber haben diesen Termin längst reserviert. Der Tele Basel Report ist Ihnen präsentiert worden vom Feldschlössli Restaurant.